Ich lese jetzt aus der Erzählung Vater, Mutter, Hundesohn einen Auszug, aber anders als bei den übrigen Lesungen aus dem Erzählband nicht Fragmente, sondern die ersten 10 bis 12 Seiten. Viel Spaß dabei. Weiß war die Farbe, in die F zerfiel. Alle, die ihn kannten, wussten das und hatten das Weitere geahnt, wenn nicht kommen gesehen, und so nahm's keinen Wunder, dass sich eines üblichen Tages 39 Jahre, 4 Monate, 3 Wochen und 1,5 Stunden nach seiner Geburt endlich das weiße Linnen einer kommunalen Abdeckerei als Leichentuch über ihn senkte, einer ausgemergelten figurbleiche Hülle, mehr Haut und Knochen als Inneres und Fleisch, die vom finalen Krampf bizarr entfugt, das Becken verkantet, die Beine knotig verschlungen, die Oberarme an den Brustkorb gepresst, während die Unterarme nach außen wiesen, weit gespreizte Finger einem imaginären Angreifer krallengleich entgegenzustechen, kaum menschhaft noch wirkte, sondern viel eher als Anschauung gewordene Ausgeburt malader Fantasie, abstoßendes Werk eines im Kopfe kranken Bildhauers. Wer sonst nämlich sollte in der Lage gewesen sein, sich solches auszudenken? Jene alabasterne Abraumhalde voller Narben und Schründe, Auslassungen und Zumutungen, Verwachsungen, Verwirrungen, Wunden und Qual, die, einstmals ein Antlitz, jetzt eine zugewachsene Höhle vermuten ließ unterhalb der rechten Braue, während links sich das Pergament fahler Haut gerafft zeigte, geh- und zerquetscht, tortured vom Wangenknochen bis zu dem des Unterkiefers durch eine rohe, krude Gewalt, der zugleich die Nase nebst Achse und Anker nach links unten zu zwingen gelungen, so, dass das linke Auge 2 Finger breit niedriger hing als vormals wohl das rechte, und dieses eine restliche Auge blickte einen nicht an, nicht einen, sondern einzig das eigene Innere selbst, die Pupille nach hintinnen gekippt, nach außen das nackte, das nämliche Weiß des Zerfallens als schamlos offenes Schandmal, abstoßendes Menetikel eines Zerrbilds, von einem Gesicht, wüst zerklüftet, Wunde aller Wunden, Makel alles Makels einer gewalttätig derangierten Fresse, leerweiß abstoßende Attraktion, die man so wenig ansehen mag, wie im Gegenteil den Blick von ihr wegzuwenden man nicht in der Lage ist, liefe ihr, jener Wunde, dem umgekippten Augapfel, dem zerklüfteten Feld, dem Zerrbild, an dieser Stelle das Hirn schwapplich heraus in weißbreiiger Blase, die geile Anziehung des Schreckens könnte größer gewesen nicht sein. Das war die Zeit, da Kennedy, da Indira Gandhi ermordet wurde, da Apple den Mac erfand, da de Gaulle und Adenauer sich trafen, Sally Field den Oscar erhielt, das Bundesurlaubsgesetz in Kraft trat, Werner Kiesling schasste, die Baath-Partei putschte, Lambsdorff zurücktrat wegen Flick, Kuwait wählte, Sicherheitsgurte zu tragen waren, der Schah Reformen verkündete, Müllemann verzichtete, England zur EWG gehen wollte, Krümmel ans Netz ging, man in Syrien den Ausnahmezustand auslobte, das Genom des AIDS-Virus entschlüsselt wurde, Johannes der 23. starb, Ferenc Fritschei starb, Karl Borgward starb, Erich Ollenhauer, Kippenberger keine Hakenkreuze entdecken konnte, Johnny Weissmüller beim besten Willen nicht, Michel Foucault, die Posträuber zuschlugen, Katharina Witt Gold gewann, Lübcke Indonesien B, die Dürre Äthiopien heimsuchte,
Truman Capote, Bodensee und Zürichsee komplett zufroren. Martin Luther King einen Traum hatte im August. Richard Burton, er war so ein hübscher Bub. Das war die Zeit, da Mutters Mutter verdampfte. Sie saß in der Küche in einer Ecke auf wackligem Stuhl. Sie saß starr, als fürchte sie, bei ihrer nächsten Regung würde das Möbel unter ihr kollabieren. Dass das nicht geschähe, hielt sie die Hände gefaltet im Schoß. Ihr Haupt umgab eine Gloriole von spinnwebdünnem Weißhaar, dessen Wirrnis ihr ins Gesicht hing, dem stumpfleeren Blick grüngrauer Starre, Schleier wie Schutz, saß, nicht achtend der Fliegen, die sie umschwirrten, zudringlich, als sei sie schon aß, nicht der Fliegenfänger, die sie bedrängten, herab von dunkel niedriger Decke wie gefräßige Stäbe, stählener Falltore, es war heiß. Es war heiß im August. Mutters Mutters Mann war gestorben in den sibirischen Sümpfen der Jahre 1418, weil er, nicht achtend der Fliegen, die ihn umschwirrten, irgendwann einschlief, erschöpft vor lauter Vaterlandsliebe und aufwachte, vergiftet vom Virus der CC. Nach seiner Rückkehr lebte er nicht mehr, man konnte das Leben nicht nennen, dies Auf und Ab der Feindeslandsviren, die ihn fluteten innerlich, diese Abfolge von Fieber, Krampf, Frost, den ständigen Dünnschiss, Oberbauchschmerzen, Schwitzen, Müdmattigkeit. Er wurde nie wieder der Alte. Er hatte, als der liebe Gott die Pimmel vergab, nicht laut genug hier geschrien. Aber was übrig blieb für ihn, war fleißig, fleißig gewesen. Und nun? Nun hatte er Wasser in Beinen, Bauch, Lunge und Herz, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, schwitzte, stank, schlief. Es war heiß in den Sümpfen, in der Küche im August 1418, 1468, drei draußen senkte die Sonne, kochte die Luft, Mutter kochte Gilet, damit der Herd die Hitze hielte, hatte sie Steinkohle dem Holz nachgeschoben, die Platte glühte, ab und zu stand sie auf, die Früchte zu rühren, im zerbeulten Topf oder Holz nachzulegen und Kohle, eiterbreit thronte sie auf wackligem Stuhl, den Kochlöffel zeptergleich in der rechten, es war dunkel. Sie hatte das Fensterloch mit braunen Wolldecken verhängt, nur das Brummen der Fliegen zu hören, monoton zumeist, nur manchmal bewegte ein wildes Gesirre gegen den Leimtod ankämpfender Flügel den ebenen Spiegel der Brühe. Chuck Hall erfindet Drucker dreidimensional und Mutter lässt sich die Haare kurz schneiden, sie braucht das für die Karriere. Und überhaupt haben alle im Kollegium die Haare kurz mittlerweile, selbst in der Synode. Um Missverständnis zu meiden, trägt sie jetzt Push-up-BHs und engere Blusen. Mutters Mann hat's erst nicht gemerkt und dann macht er ihr eine Szene, die sich gewaschen hat, warum die Haare weg sind, ohne dass sie ihn gefragt habe vorher. Spinnst du? Sagt Mutter. Was fällt dir denn ein? Schreit er zurück. F. versucht sich an Hausaufgaben. Es geht wieder los, denkt er und hält sich die Ohren zu mit beiden Händen. Und während Mutter den Gilettopf begluckte und ihre verdampfende Mutter, damals also, krabbelte F, also F1 vermutlich, draußen ums Haus auf allen Vieren mit blutigen Knien und bellte dabei wie ein Hund. Sie sagte, wenn sie auf seine Unarten angesprochen wurde, tja, halt ein Nachzügler ein. Man kannte ihn nur mit Apfelbäckchen und strahlend schelmischem Blick. Er war 14, nach der Schule nix wie weg, nix wie hin zu Pest und dessen Traktor, einem müden grünen Hanomag, der Diesel prappelte, wenn Pest Gas gab, nicht schneller, nur lauter,
Pest sprach sich eigentlich Pescht, aber alle sagten stumpf Pest. Er war 14 und schwang sich auf den nach außen durch eine Stahlspange gesicherten Sitz auf dem Radblech. »Willst du auch mal versuchen?« fragte Pest. »Life is life.« Er war 14 und eine gewaltige Mähne, gelockte Mähne, die er schüttelte im Rhythmus der Akkorde, die Hecht schlug auf der elektrischen Fender, die er Hecht erlöst hatte für 10 Gramm, die er erlöst hatte für 5, die er erlöst hatte für 2, die ihm eine alte geschenkt, nachdem er ihr's ordentlich besorgte. Er sah Hecht zu, wie der die Saiten traktierte, den Joint lässig auf der Unterlippe. Hecht hieß eigentlich Zander, aber alle nannten ihn Hecht. Willst du auch mal? Es gibt dieses Foto, da sieht man die Bäckchen, da sieht man die Locken. Es gibt dieses Foto des abwesenden Vaters. Es zeigt Mutters Mutters Mann mit dunklem Kaiser Wilhelm Bart im aufgedunsenen Gesicht, den fülligen Hals gequetscht in einen weißen Stehkragen zu weißer Uniformjacke. Bahn hatte Mutters Mutter erläutert, Reichsbahn, mittlerer Dienst, Schreibstube. Bis dahin haben sie ihn abgeschoben nach dem Ende vom Krieg. Da war er schon nicht mehr am Leben. Wenn sie schrie, hatte Mutter zu springen. Mutters oder Mutters 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 Mann war auf dem Feld, Schlachten, sonst wo, abwesend oder in britischer Gefangenschaft 40-4 und als Metzger verkleidet in weißer Gummischürze, hohen Schwarzstiefeln, das Hemd gestreift, auf dem Kopf ein schniekweißes Käppi, als ging es auf ein Tanzvergnügen, doch in der Hand das Messer mit der langscharfen Schneide, aushäusig schon da, oder der Sohn. Also der Mann im Kerker des Jobs, jetzt in Farbe, auch so ein Abwesenheitsfoto auf Mutters Schreibtisch. Sie putzt das Glas regelmäßig und wenn die Kräche noch so heftig sind, Ordnung muss sein, dann spiegelt sich drin ihr kurzes Karrierehaar, wie er bei einem Autobahnstopp zwischen einem Termin und dem nächsten eine Raststättenbank bestiegen hat. Sie hatte ihn begleitet damals, war ja noch Hoffnung, der Mantel olivgrün flattert im Wind und sein Haarschopf, damals hatte er ja noch keine Glatze, flattert mit, ob seine Pfeife qualmt oder nicht, ist nicht zu erkennen, F ist daheim und allein. Er sah hinauf und der blaue Strom floss leise über ihrem Haupte. Wo sind wir, liebe Mathilde? Bei unseren Eltern. Bleiben wir zusammen? Ewig, versetzte sie, indem sie ihre Lippen an die seinen drückte und ihn so umschloss, dass sie nicht wieder von ihm konnte. Sie sagte ihm ein wunderbares, geheimes Wort in den Mund, was sein ganzes Wesen durchklang. Er wollte es wiederholen, als sein Großvater rief und er aufwachte. »Hallo, F., es ist an der Zeit. Hallo!« Er hätte sein Leben darum geben mögen, das Wort noch zu wissen. »Hallo, es ist an der Zeit.« Hecht hatte immer was zum Naschen. Stani hatte immer was zum Naschen. Pest hatte immer was. Der alte Mendel, Schulz, Ivy, darauf war Verlass. Warum sie auch saufen musste, er konnte das einfach nicht verstehen. Warum säufst du, herrschte er sie an, wenn er mal zu Hause war. Du hast doch alles. Denkst du, ich merke das nicht? Überall leere Flaschen, die Liter Parfum, in denen du badest, um deine Ausdünstungen zu übertünchen, deine verwaschene Sprache am Telefon. Schon am Telefon weiß jeder, sie hat wieder gesoffen und die Nachbarn und das Kind. Kannst du das verantworten vor dem Kind? Dringend, quetschte er hervor. Es ist dringend. Mendel, die Schmerzen, diese unerträglichen Schmerzen durch und durch. Und ich habe drei
Tage nicht geschlafen, 3 Tage und 3 Nächte. Weißt du, was das heißt? Was das heißt, Mendel? 3 Tage kein Schlaf, nur Pochen in den Schläfen und das Herz wie ein Amboss, ein Schmied. Ich fühl mich wie gerädert. 3 Tage die Schmerzen, es reißt mich auseinander. Verstehst du? Dazu die Atemnot, Mendel, diese elende Angst zu ersticken und der Schweiß quillt aus den Poren, Mendel. Ich sag dir, ich bin wie getrieben. Ich krieg mich nicht wieder ein, Mendel. Ich sag dir, ich bin nicht mehr ich. Von wenn du mir nicht sofort, Herr Doktor, guter, bester Herr Doktor, ich flehe Sie an, Herr Doktor, bitte, 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 was soll das kosten? Und wenn schon eine einzige, eine kitzekleine einzige, ich werd sonst. Willst du auch mal? Aber pass auf mit der Seite, die ist nicht. Willst du auch mal ans Steuer? Aber keinem sagen, kein. Willst du auch mal einen Schluck? Einen Zug? Oder 2? Noch eine Runde? Noch eine Pille vielleicht? Noch einen Schuss? Aber diesmal, Feigling, na siehste. Die Hundenummer kam gut. Darauf war Verlass. Die Laune stieg. Er stand im Mittelpunkt. Alle johlten. Alle fanden es lustig, wenn er auf seinen Vieren um den Tisch kroch, die Schuhe und Beine der Tanten und Onkels beschnüffelte, sich mit den Vorderläufen hocharbeitete, ihnen den Kopf auf den Schoß zu legen, ihnen die Hände zu lecken, schließlich winselnd darum bettelnd gestreichelt zu werden. Alle hielten es für wahnsinnig putzig, wie falsch und dünn Knurr- und Bellimitate seine Kinderkehle entstiegen. Alle wollten sich bepissen vor Lachen, wenn er mit nach oben gerecktem Wackelhintern den Schwanzwedler gab oder ein Bein hob an der Schrankecke. Die Kruftnummer kam gut, darauf war Verlass, die Laune sank. Er stand im Mittelpunkt. Alle wandten sich ab, die Gespräche endeten wie schockgefrostet. Er trug den Geruch von Joints und von 5 Tagen ohne Dusche, schwarze, durchlöcherte Jeans, schwarze Nietstiefel, schwarze Plastikjacke, den Iro, schwarz-grün gefärbt, Glitzer-Make-up, Smoky Eyes, fette schwarze Lidstriche, Sicherheitsnadeln in den Ohrläppchen, je 2 Ringe in Ober- und Unterlippe, hast man Fuffi? Seine Karrieremutter drehte sich am Konferenztisch um, ihr Redeschwall geriet tatsächlich ins Stocken für den Bruchteil eines Moments, das tat gut, verdammt gut. »Halt ein Nachzügler«, pflegte sie für gewöhnlich zu sagen, »ein Verkehrsunfall.« Heute schluckte sie es runter. Mutters Mann hatte, als Gutmensch zuerst, später als manischer Streber versucht, sich Zuwendung zusammenzustehlen als Streber und als Arbeitstier. Mutters Mann floh vor Mutters Karriere, er hatte Termine, wichtige, wichtigere, doch, noch wichtiger als Mutter selbst. Er hatte Besseres zu tun, als der mediokeren Politiker-Entourage seiner Karrierefrau den Grüß-August zu geben. »Wie kommst du nur auf die Idee?« hatte sie ihn angeherrscht. »Wie kommst du nur auf die Idee? Ich könnte meinen Lebenszweck darin erblicken, dir deinen Dreck wegzuräumen, dir deine verschissenen Unterhosen und die gelben Hemdkragen wieder weiß zu machen, das Essen auf den Tisch zu stellen und den Kaffee, die Aschkippen zusammenzufegen. Hast man Fuffi? Ein Verkehrsunfall vor all den Leuten. Vor all diesen Leuten.« Sie erwachte aus ihrer Erstarrung. Als er erwachte, ergoss sich Nana Muscuri aus dem Lautsprecher an der Wand über sein Bett. Blechern quäkend ergossen sich Nana Muscuris weiße Rosen aus Athen über die weißen Linnen. Sie erhob sich, griff in ihre Handtasche.
komm recht bald wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.